Ich stehe hier mit dem Besitzer und Besitzerin sogar von dem Stall Habbo. So, erläutere mal euren Stall und die sonstigen Sachen mit Erfolgen. Ja, wir sind seit 1972 im Rennsport dabei. Und kommen ursprünglich aus dem Reitsport. Und ja, von daher haben wir natürlich den langen. Ja, so laut kann ich nicht. Das weiter. Macht keinen Sinn. Weiter. Ich will mir nicht die Stimme kaputt weiter. Machen. Dann müssen wir halt aufhören. Nee. Wenn nicht funktioniert. Doch, weiter. Und wir haben sehr lange auch ein Gestüt, wo wir züchten. Haben jedes Jahr irgendwo zwischen 8 und 12 Fohlen. Und immer so im Bestand um die 40 Pferde. Und haben auch schon große Erfolge gefeiert, wie Derby-Sieg in Dirabo. Im letzten Jahr haben auch viele andere Zuchtrennsieger gezüchtet. Und unser Hauptaugenmerk liegt eben im Bereich der Traberzucht. Wir haben auch Rennpferde, aber ich bin eigentlich ein passionierter Züchter und möchte auch in der Richtung die nächsten Jahre weitermachen. Habe deswegen auch immer weiter gut gezogene junge Pferde gekauft. Und dementsprechend werden wir die Erfolge auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich haben. Und wo habt ihr euren Stall? Hier in Gelsenkirchen? Oder? In Halver, das ist im Sauerland. Da werden die Pferde gezüchtet, da ist unser Zuchtbetrieb. Und trainiert werden die Pferde an unterschiedlichen Stellen. Wir haben sehr viele Pferde in Füchtdorf bei Franz Klein. Wir haben in Berlin welche bei Heinz Wevering und bei dem Herrn Bott in Lüdinghausen, haben also mehrere Trainingsmöglichkeiten. Wie viele Pferde habt ihr jetzt im Stall an sich als Besitzer? Im Moment denke ich so um die 44 Pferde. Das ist eine Masse. Ja. Gut, ich bedanke mich.